Nun teste ich für euch Seal. Hierbei handelt es sich um ein Fleckensalz, hat auch beim Stiftung Warentest mit der Note 2 2009 abgeschlossen. Auf der Rückseite, ganz spannend, steht oben Seal, verlass dich drauf. Und das werde ich jetzt machen. Ich werde einen Karottenfleck in einen Body reinmachen und mich dann jetzt auf Seal verlassen und schauen, ob wir uns wirklich auf Seal verlassen können, dass der Fleck rausgeht. So, hier nun das Salz. Das Salz gibt man dem Waschvorgang dazu. Das gibt man einfach in die Waschmaschine rein. Wie viel, schauen wir uns da noch genauer an. Auch hier wiederum, ich habe meinen Body und ich habe den Karottenbrei. Und auch hier passiert mir bzw. meinem Kind leider wiederum dieses Missgeschick. Ja, und jetzt schauen wir uns an, ob dieser Fleck rauskommt. So, ganz kurz gesagt, Seal, verlass dich drauf. Und meine Frage, kann ich mich drauf verlassen? Nein, leider nicht. Aber gehen wir mal die Bewertungspunkte einzeln durch. Preis, hier vergebe ich eine 4. Das Fleckensalz hat mich 4,99 beim Pieper am 7.01. gekostet. 5 Euro ist für mich jetzt noch im Machbaren, aber nicht perfekter Preis. Also könnte natürlich ein bisschen billiger sein. Dann von der Anwendung, hier vergebe ich eine 5. Es ist eine sehr leichte Anwendung. Man gibt es an für sich nur in die Waschmaschine rein, das Pulver, und hat sonst keine weiteren Arbeiten. Es ist auch nicht für die Haut irgendwie reizbar, sodass man irgendwie Schutzhandschuhe tragen muss oder besonders darauf Acht geben muss. Eine 5. Die Anwendung war easy und ist auch sehr, sehr schnell gegangen. Von der Reinigung vergebe ich leider nur eine 3, möchte ich euch aber auch zeigen. Wenn ihr genau schaut, dann ist der Fleck im Groben natürlich rausgegangen, aber die Schatten sind auf jeden Fall noch hier. Also der große Fleck ist nicht mehr so sichtbar, aber er ist nicht weg, definitiv nicht weg. Ich möchte euch aber noch im Zusatz ein anderes Kleidungsstück zeigen, das ich auch mitgewaschen habe mit dem Body. Und das war dieses Teil von meinem Kleinen, was jetzt nicht mit Karotte beschmiert war, sondern mit Kürbis. Aber auch hier seht ihr die Flecken, glaube ich, noch ganz gut. Leider. Von der Umweltverträglichkeit hier vergebe ich eine 5 dem Seal. Es ist frei von Phosphaten und Chlor. Es ist abbaubar insgesamt und auch die Verpackung ist wiederverwendbar. Das finde ich schön. Ja, testet selbst und überprüft, ob ihr euch darauf verlassen könnt. Ich habe es leider nicht können.